Hallöchen, meine Freunde. Herzlich willkommen zurück bei South Park 2, die rektakuläre Zerreißprobe. Wir haben den Strip Club überlebt. Ja, jetzt müssen wir nur noch irgendwie da hier so hineinkommen. Also, Captain Diabetes, walte deines Amtes. Victor Sidekick, es ist Zeit für den Zuckerzorn. Sogar mit meinem Zuckerzorn schaffe ich das nicht. Oh Gott, das war zu viel. Ich brauche mein Insulin. Ich brauche mein... Oh nein. Oh Gott, mein Insulin ist alle. Du musst mir helfen. Ich habe Apfelsaft getrunken und kein Insulin mehr. Ich sterbe gleich an einem Zuckerschock. Ich sterbe. Oh Gott. Mama, ich sterbe. Jemand muss mir helfen. Bitte. Hier ist der Kuhn. Wie läuft es bei euch? Captain Diabetes stirbt. Alles cool bei euch? Gut. Weiter so. Willst du mich jetzt verarschen? Weißt du, was meine Fürze wirklich übel macht? Frisch zubereitetes Tex-Mex. Tex-Mex? Tex-Mex? Aber nicht einfach irgendwelches Tex-Mex. Es muss schon was Besonderes sein. Du weißt, was du zu tun hast, Wunderarsch. Verschwinde aus meinem Kopf, Morgan Freeman! Enchirito zu essen? Oh. Halte L2 und R2 gedrückt. Okay, bewege den linken Stick nach da. Glitsche den Zustand von Objekten oder Lebewesen? Was? Zum. Okay. Oh. Oh mein Gott. Boah. Ich lebe? Was ist gerade passiert? Wer bist du? Warte mal, was ist passiert? Ich dachte, ich wäre an Überzucker gestorben. Da war ein helles Licht. Gott reichte mir seine Hand. Dann hat mich jemand ins Gesicht gefurzt und ich war wieder da. Ich hab's immer noch voll in der Nase. Ich hab den Zeitfurz? Den Glitch? Wow, du kannst mit deinen 14 Sachen durch die Zeit schicken. Hammergeil. Okay, kümmern wir uns um Claffy. Kuhn, Freunde, wir haben sie gefunden, aber sie ist ins italienische Restaurant geflüchtet. Brauchen Verstärkung. Wird gemacht. Alle Kuhn-Freunde, los geht's. Ich kann mit meinen 14... Das kann ich immer noch. Ist ja geil. Oh, cool. Mal gucken, wie wir das irgendwie benutzen können. Irgendwie, irgendwann. Captain Diabetes? Ja. Okay, dann gehen wir mal in das italienische Restaurant. Ich hab gesagt, weißt du, was dein Problem ist? Du bist Alkoholiker. Nicht dein Ernst. Doch, ich hab gesagt, du schaffst keinen Tag ohne Whisky, du alte Schnapsdrossel. Ja, und sie schlürfen selber die ganze Zeit Wein. Gutes Beispiel. Langsam auf den Sack. Ja. Wollte ich nur mal gemacht haben. Gibt's hier irgendwas, was ich noch tun kann, außer den Leuten aufs Essen zu furzen? Ich verstehe nicht, wie diese Leute sich jeden Tag abschießen können. Und das auch noch okay finden, weißt du? Wenn du mich fragst, wollen die nur ihren Kummer ertränken. Ja, deswegen saufen sie auch die ganze Zeit Wein wie so blöd. Tut mir leid, aber wenn du dir einen Katzenarsch ins Gesicht drückst, bist du offensichtlich mit deiner Ehe unzufrieden. Ja, meiner Meinung nach haben eine Menge Drogenabhängige einfach nur Probleme in ihren Beziehungen. Wahrscheinlich dröhnen die sich zu, weil sie sich von ihrem Partner eingeengt fühlen. Das muss schrecklich sein. Ja. Ja, ja. Hier. Hab was davon. Ist jemand an der Tageskarte interessiert? Nein? Okay. Ja, wie, die sitzen schon da.
Da sind sie. Wo ist das Mädchen? Hi. Ich glaube, wir haben auch Kinderspeisekarten zum Ausmalen. Willst du mich verarschen? Hier! Ah. Da liegt was. Verschreibungspflichtige Tabletten. Oh, das ist sehr gut. Kann man immer gebrauchen. So, gehen wir mal zu unserem Kuhnfreund. Halt, da ist noch was versteckt. Ich hab's gerade gesehen. Irgendwo. Da. Aha. Keine Ahnung. Habt ihr die nicht gesehen? Nee, wir mussten noch Uhren vergleichen. Nein, wir haben die Speisekarte durchgeschaut, weil Cartman noch was essen wollte. Das Verbrechen lässt sich nicht mit leerem Magen bekämpfen. Das merkst du auch noch. Ja, klar. Sie kann nicht abgehauen sein. Sonst hätten wir sie bestimmt gesehen. Dann ist sie vielleicht in der Küche. Okay, seht mal nach. Ruft, wenn ihr Hilfe braucht. Ich esse erst mal ein paar Grissini. Verbündeter freigeschaltet. Der Kuhn. Oh, der Kuhn höchstpersönlich. Dein Team hat sich verändert. Humankind. Kann ich mein Team jetzt eigentlich anpassen? Ups, falsche Taste. Verbündete. So. Captain Diabetes ist fix. Was kann der Kuhn überhaupt? Der kann kratzen. Er kann, der hat Stärkeangriff. Okay, der Human Kite kann heilen, das ist gut. Der Kuhn ist irgendwie so, ja. Ich hätte eigentlich schon gerne lieber einen Moskito, aber naja. Egal, wir nehmen einen Kuhn mit. Man weiß ja nie. Außerdem haben wir ihn noch nicht gesehen. Zeitfurzkraft überspringen. Ermöglicht dir ein Loch in die Zeit zu furzen. Alle Kämpfer in der Zeitlinie zu überspringen. Sofort noch einen Zug zu machen. Oh, das können wir auch im Kampf verwenden. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, wir gehen in die Küche. Hey, unsere Kunden können nicht ewig warten auf die Pasta con Pomodori. Die Typen sehen gefährlich aus, Sidekick. Vielleicht können wir irgendwie Chancengleichheit schaffen. Chancengleichheit. Hey Marco, die Broschüre! Hey! Sofort raus hier! Oh. Oh, lass das bitte! Ich hasse Fürze! Okay, Chancengleichheit. Aua! Verdammt! Hinterhalt! Chancengleichheit wird nicht. Okay, dann verprügeln wir mal die Chefköche. Okay. Gut, der eine brennt. Zuerst. Aus dir, ich mache eine richtig saftige Bratschorle. Du kannst Zeitfußglitch nutzen, um die Runde des Gegners zu überspringen. Okay, Zeitfurz! Ja! Oh Gott, Arschlord hat dich gefickt. Jetzt kannst du was lernen, Neuer. Und der Rest, versucht nicht zu sterben. Okay, so, was kann er jetzt? Was ist das? Tausche Plätze mit einem Gegner und füge ihm Schaden hinzu. Schreckliches Kratzen, Blutung verursacht. Stürze dich mit fliegenden Krallen ins Getümmel. Das sieht doch gut aus. Okay, auf geht's! Ah, shit. Ich glaub, dich krieg ich komplett in den Suppentopf rein, du kleines Stück Scheiße. Boah. Jetzt wird gesemmelt und gebröselt. Gesemmelt. Das hört sich ziemlich übel an. Gesemmelt, du... Abschneider gereinigt, gib immer ein erstes Mal. Ich rassle dich richtig durch. Oh, oh. Stillhalten. Das nennt man Weichklopfen. So, jetzt... Zeig uns, was du drauf hast. Ja, jetzt bin ja aber ich erstmal dran. So. Ihn hier können wir. Ihn können wir nicht. Ist was? Ich bearbeite ihn jetzt erstmal. Er ist zu nah am Kuhn dran. So. Hey, das lasse ich mir nur vom Küchenchef gefallen. Okay, er rückt näher auf. Bei der Pizza Party. Alles klar. So, bei ihm. Das können wir machen. Ja, bitte. Ja. So, bitte, so als hätte das richtig wehgetan. Jawohl. Hier geht's gleich heiß her. So, jetzt müssten wir aber erstmal irgendwie gucken, können wir den Kuhn, können wir ihn irgendwie retten? Nee, können wir nicht. Ich kann ihn anlasern. Ich kann ihm ein Schild geben. Ja. So, hau mir erstmal Laser rein. Ich schicke dich im Pizzakarton heim zu Mama. Ah, der heilt die ganze Zeit nur, der Sack. Aufgepasst, Neuer, das wird richtig sexy. Dämlicher Heiler. So, warte mal. Tausche Plätze, füge ihm Schaden hinzu. Ja, er könnte sich eigentlich um den Heiler kümmern. Aber wir machen Blutungsschaden, genau. Zack, zack, zack. Ja, das ist ein guter Bluter.
Ein guter Bluter. Ich weiß, warum Kinder hier nichts zu suchen haben. Oh oh. Auf mit deinem scheiß Kochlöffel. Ich verarbeite dich zu Parmigiana. Okay, wir müssen aufpassen, der Kuhn ist bald down. Vielleicht seid ihr ein Hygieneverstoß. Das ergibt keinen Sinn. Willst du noch ein Creme Fraiche Bukake dazu? Creme Fraiche Bukake. Zeig ihnen, was du drauf hast. Kein Problem, ich versuch's zumindest. Sagen wir es mal so. Und dann wer ist denn als nächstes dran? Er da unten? Aber ihn treffe ich nicht. Das heißt, ich könnte... Ja, ich kann eigentlich nicht viel machen, außer ihn nochmal grillen. Aber ich könnte auch ihn grillen, dann wäre er fast down. Ja, das mache ich jetzt auch. So. Ziemlich cooler Move. Ich messe dich mit Mais und hol mir dann deine Fettleber. Ew. Oh nein, der Hammer. Das sollte dein Kollagen zerlegen. Das Kollagen. Captain Diabetes mischt wieder mit. So, Captain Diabetes, wir brauchen... Ich brauche deine Unterstützung. Wir müssen das irgendwie hinkriegen. Genau. Das verlangsamt ihn. Das gibt ihm Doppelschaden, macht 73 Damage. Plus die Rückstoßkombo, das könnte hinhauen. Ich mach ja, fast. Aus dir. Fast. Fühlt den Zorn von Humankind. Ja, Humankind, das würde es bringen, allerdings. Ja. Und fertig mit ihm. Zack. So, der Dicke ist schon mal fertig. Reich, bist du nur noch eine weitere Flecke auf meine Schürze. Saluti. Saluti. Ja, ja, trinkt ruhig Wein, ihr Schweine. Oh, mia Mama, ich mich fühle wie eine Lamm in die Schlachthof. So, den Kuhn. Jawohl, das macht Blut. Okay. Jetzt lassen wir mal alle bluten. Los geht's. Wenn ich noch kriege, was ab? Ihr müsst alle spüle! Im Kühlschrank ist sicher noch Platz, um leicht mich für ein paar Wochen zu verstauen. Nein, nicht mich! Auch den Pfannenschänder! Den Pfannenschänder. Der Name ist cool. Scheiße, ich blute alles voll! Der Pfannenschänder. So, ihn können wir jetzt mal aussetzen lassen. Sehr gut, Wunderarsch! So. Die Pflicht ruft! So, Diabetes Man. Captain Diabetes kann nichts machen, außer hier hinzugehen, eigentlich im Großen und Ganzen. Es sei denn. Nein. Das geht auch nicht. Okay, Captain Diabetes kann nichts tun. Warte mal. Entfernt negative Statuseffekte, fällt minimale Menge Gesundheit wieder. Das könnten wir machen. Ja. So, mal zur Sicherheit. Jawohl. So ist das gut. Ich bin drin. Okay. Ja, der Humankind kann jetzt eigentlich gerade gar nichts machen. Ja, der Humankind kann jetzt gerade wirklich irgendwie rein gar nichts machen. Das ist irgendwie scheiße. Wir könnten ihm jetzt mal ein Schild geben. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Zack. Danke. Das ist unser Tank. Aus dir, ich mache Hackfleisch für Cannelloni. Ah, jetzt halt er den Schwitter hoch. So, jetzt. Der setzt aber eh eine Runde aus. Meine Eier in deine Soße. Nein, nicht! Nicht mein Ragout! Nicht mein Ragout! Okay, wie viel macht das? Das macht 56, 42. Das macht 42. Ja, dann hauen wir ihm jetzt nochmal ein bisschen Krall rein. Ja! Zack! Mache das nochmal! Dann ich dich mache platt wie eine. Perdina! Perdina! So, wir machen aber noch nicht den Zeitfurz. Dann verlass mich auf dich. So, ihn. Was machen wir jetzt mit ihm? Und wenn ich das mache, 30, 33 und Feuerschaden. Vielleicht gar nicht so unverkehrt. Bop, 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 bop. Mit Wunderarsch ist nicht zu spaßen. Saft, gib mir Kraft. Saft. So, ihn können wir so töten. Ich könnte... Ja, doch. Ist das? Das machen wir jetzt auch. Wir schützen ihn. Und... Ja. Ja, sag mal, jawohl. So. Das Böse fürchtet die Kite-Laser. Den Humankind... Der Humankind könnte mal mir ein Schild geben eigentlich. Das könnte er machen. Stehst bereit, hier kommt Kite. So. Jawohl. Bisschen geschützt ist immer gut. Du wirst gleich quietschen wie abgestochene Sau.
Wenn du dich mit dem Kuhn anlegst, dann auch mit seinen Freunden. Ja, ich heb mal den Zeitfurz auf, falls was ist. Man weiß ja nie. So, ihn quetschen wir jetzt erstmal rüber. Das könnte brennen. Ja. Bam! Ich frag mich, ob deine Actionfigur das auch könnte. Vielleicht mit so einer Art Sprungfeder. Mit so einer Art Sprungfeder. So, ihm hauen wir jetzt erstmal mal kräftig Feuer rein. Oder lasse ich ihn aussetzen? Geht das? Ja, ich komme nur nicht ran. Okay, dann gebe ich ihm erstmal Feuer. Scheiße, den letzten habe ich wieder verkackt. Ei, meine Arsch ist so heiß, man kann Schmelzebutter drauf. Schmelzebutter drauf. da könnte ich jetzt eine coole Rückstoß-Kombo verwenden, oder? Das macht, warte mal, 35 verlangsamt ihn. 38. 73. Ja, das ist gut. Oh wow, habt ihr das gesehen, Leute? Oh ja. Captain haben wir. So, jetzt ist der Human Kite dran. Der Human Kite! So, die ziehen wir jetzt erstmal zurück. Mit dem Laser komme ich ja nicht an ihn ran, ne? Ne, geht nicht. Okay, dann ziehen wir sie erstmal zurück, heilen uns ein bisschen. Ruhe! So, aufgehielt. Er blutet jetzt eh so ein bisschen. Halt! Zeitfurz! So. Verkackt. Wir lassen ihn nicht sterben. Aha, perfekt. Glitch des Todes, jawoll. Euch Gerechtigkeit lehren. Pizzarelli, Popper, was? Poppergerät? Schneebesen von De Facuccini. Nutze 15 Zeitfürze im Kampf. Oh, okay. Die Kohlehydratkreuzritter waren Kuhn und Friends nicht gewachsen. Kohlehydratkreuzritter. Ich muss da lang gegangen sein, aber der Weg ist blockiert. Ich könnte das easy aus dem Weg räumen, aber ich darf keinen Apfelsaft trinken, wenn ich kein Insulin dabei habe. Hm, vielleicht können wir meinen Zuckerzorn irgendwie triggern. Ich könnte ihn easy mit meinen Kräften umwerfen, aber ohne mein Insulin darf ich keinen Apfelsaft trinken. Wir müssen den Kühlschrank irgendwie ohne Apfelsaft. Moment, ich hab's. Deine Fürze, deine grauenhaften Fürze bringen mich zur Weißglut. Der Kuhn wollte mich nicht verunsichern, als er gesagt hat, dass ich Diabetes habe, weil meine Mom bei meiner Geburt gefurzt hat. Er wollte mir nur helfen, meine wahren Kräfte zu entfesseln. Wir müssen da durch und zur Classy Sidekick. Im Namen der Gerechtigkeit und Kuhn and Friends musst du mir jetzt ins Gesicht furzen. Was? Einen grünen Sockel findet er halt X-Trick, um es zu analysieren. Übereinstimmung. Wie soll ich mich hinstellen? Okay, kannst du ihn raushauen? Oh Gott, der arme Captain Diabetes. Aus dem Weg! Oh Gott. Aber wenn wir jemals wieder so in der Klemme stecken, kannst du mir immer gerne ins Gesicht furzen. Diabeteszorn. Ah. Eine neue Fähigkeit. Und ich weiß auch schon ganz genau, dass wir die ganz oft irgendwo verwenden können. Warum muss da jedes Mal die Musik kommen? Ja, ich weiß. Boopers and Cum. Das ist so widerlich. Puppel und Wichse. So, wir plündern natürlich noch die Küche. Was? Tote Kakerlake. Oh ja. Pfannenwender. Jetzt wissen wir zumindest alles, was so grünen Boden hat, können wir mit Captain Diabetes umschmeißen. Das ist sehr, sehr gut. So, und jetzt gucken wir mal, wo Cassie abgeblieben ist. Ach du Scheiße. Bimbam, was ist das? Oh, Mann. Das müssen wir den anderen berichten. Kuhn! Ja, Captain Diabetes? Wir haben vermisste Katzen gefunden. Einen ganzen Haufen. Alter, habt ihr Scrambles? Negativ. Keine davon ist alt und fett. Und was ist mit der Lady? Wir sind ja auf den Fersen. Wir müssen rausfinden, was sie weiß. Los! Wir sind so nah dran. Ich kann es riechen. Komm schon, Sidekick. Können wir nicht die Katzen irgendwie befreien?
überhaupt hier? Oh, ich will die Katzen befreien. Nein, so nicht. Sorry. Scheiße, ich will die irgendwie befreien, aber wie kann ich? Oh Gott, die arme Mizi. Verflixt, jetzt ist die Tür blockiert. Ja, sorry. Captain Diabetes, könntest du mal... Ach so, ich glitsche ge... Was? Okay. Ach so. Ach, weil wir es darüber... Ach so, okay. Alles klar. Mensch, bin ich ein mächtiger Arsch. Was gibt's denn hier so? Dose Red Balls? Hm, Rattengift? Ne. Okay, da brauchen wir jetzt nichts. Warte mal, wir wissen nicht, was hinter dieser Tür auf uns lauert. Da ist jemand drin. Mach dich bereit. Eins, zwei, Diabetes! Oh-oh. Ich hab dir doch gesagt, die Bullen sind hinter mir her. Und dann führst du sie zu mir, du dumme Schlampe? Wen nennst du hier eine dumme Schlampe? Sehe ich etwa aus wie deine Mutter? Das Spiel ist aus, Claffy. Die Kids sind Bullen? Das ist kein Cop. Das ist Captain Diabetes. Seine Mutter hat bei seiner Geburt gefurzt und deshalb hat er Diabetes, mit dem er gegen das Böse kämpft. So kriegt man aber nicht Diabetes. Wenn das keine Bullen sind, können wir sie abknallen. Und die Schlampe da auch. Oh shit, so läuft das also. Ich wusste doch, dass man euch Tony Soprano Abklatschwichser nicht vertrauen kann. Leb wohl, Captain Diabetes. Was bringt dir dein Diabetes jetzt, hä? Oh oh. Ah, was zu? Ich will meinen Schlüssel! Ich hab deinen Schlüssel nicht, Alter. Ah. Der ist dicht vom Rotwein. Rotweinsuff ist der übelste Suff, den's gibt. Ah. Fuck, lass uns abdampfen. Na gut, Captain. Endstation. Gib mir meinen Kackschlüssel. So lasse ich sie niemals ans Steuer. Dann stirb. Oh oh. Red Wine Drunk Randy. Oh Gott. Rotwein Suff Randy. Nein! Das ist der schlimmste Suff von allen. Das hat doch keinen Sinn, Mr. Marsh. Ich rufe Ihre Frau an. Halt schön da raus, du kleiner Penner. Oh oh. Nein, das lasse ich nicht zu. Uah. Captain Diabetes stirbt nicht sofort. Das ist nicht fair. Arschzeitreise hin oder her. Man darf andere nicht einfach überspringen. Doch, ich darf man. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Ich darf das. Ja, das Problem ist nur, wir können jetzt leider gar nichts machen mit ihm. Scheiße. Ich kann nichts machen mit ihm gerade. Okay, ich muss ihn erstmal hier hinbringen. Ja, scheiße. Los, Wunderarsch. Okay, aber ich kann was machen. Moment, vielleicht kann ich ihn auch erstmal einfrieren. Ich fühle keinen Schmerz. Okay. Sie kriegen den Schlüssel nicht. Okay, das wird echt schmerzhaft, Randy. Das wird richtig scheiße wehtun. Ich sag's dir gleich. Ja! Lass dich nicht so vermöbeln! Duck dich mal oder so! Bereit machen für dieses Blinzeln. Humankind? Wie wär's mal, wenn du jemandem ein Schild gibst? Am besten ihn. Gern geschehen. Huh. Fump. Hey, danke. Oh, ich glaube, meine Eier sind schon über meinem Magen. So, gut. Wir konnten eine Runde... Sekunde, Nachricht von Sharon. Ich kann nicht schreiben. Wieso kann ich nicht schreiben? Warum sind meine Damen so groß? Hey, Siri, sag meiner Frau, sie soll die Fresse halten. Ich kämpfe gerade. Kacke-Emoji. Kacke-Emoji. Alles klar. Okay. Er ist immer noch so nutzlos wie ein Arschloch. Ah, scheiße. Was sollen wir denn jetzt machen? Halt, Moment. Ich kann Plätze mit ihm tauschen. Ja, so können wir ihm Schaden zufügen. Bam! Du brauchst mehr Rot. Oh shit, das hat sicher wehgetan. Okay, jetzt bin ich wieder dran. Ich kann ihn... Oh, scheiße, oder? Halt. Ah, Mist. Ich kann ihn nicht einfrieren, ich kann ihn nicht anballern. Ich kann die scheiß Tische da mal weghauen, die gehen mir auf den Sack.
So, weg damit. So, Captain Diabetes. Insulinschaden! Alter, streng dich mal ein bisschen an! Wehe, du verlierst, Nigger! So, Human Kite. Ich gehe lieber mal ein bisschen auf Abstand. Aber Human Kite, VR frei. So, erstmal. Wir sind in Amerika, sind wir doch, oder? Ich dachte, wir sind in Amerika. Okay, was kann er machen? Oh oh. Er hat sich, weil ich seine Kampfkraft noch erhöht. Oh oh. Captain Diabetes! Boah, scheiße. Macht das Rotweins wohl unterschätzt? Alter, wieso kann er dreimal? Die ist ziemlich angepisst. Wer von euch Wichsern hat Sharon gesagt, dass ich hier bin? Sekunde. Komm, Wald, nach draußen. Suche meinen scheiß Schlüssel. Herzchen, links. Alles klar. Suche meinen Scheißschlüssel. Oh. Hau diese Bitches richtig wund. Okay, Randy, das wird kein gutes Ende nehmen, das sage ich dir. Zack. Oh shit, ich hab wohl aufs falsche Pferd gesetzt. Sieht ganz so aus. So, jetzt bin ich wieder. Ich muss ihn irgendwie noch ein bisschen buffen. Ja, genau. Und. Ja. Die müssen dringend zu den anonymen Alkoholikern. Da war er, glaube ich, schon. Okay, damit können wir ihm eine Menge Schaden verursachen. Verdammt! Und jetzt, Human Kite, finish ihn! Human Kite, finish ihn! Bam. Und wieder rettet der Kuhn den Tag. Jawoll! Okay, ich nehme ein Taxi. Ha! Captain Diabetes duldet keinen Alkohol am Steuer! Captain Diabetes! Jawohl, was? Genitalisman. Oh Gott. Aber hat eine 60er Stärke. Das gab viel EP. Zeitwürze, jawohl. Artefakte sammeln. Sehr schön. Okay, sehr gut, Mann. Ich weiß nur, dass so ein neuer Drogenbaron versucht, richtig heftige Ware auf den Markt zu bringen. Der Typ will, dass sich die Italiener und Chinesen-Mafia zusammenschließen. Genug Smalltalk. Wo ist Scrambles? Scrambles? Wir brauchen die Belohnung für unser Superhelden-Franchise. Oh shit, ihr wollt nur eine Katze? Und dann gibt's noch Cisco. Nur so ein Low-Class-Vollspaß, der immer übers Kohlescheffeln labert. Weil irgend so ein weißer Penner jetzt der neue Big Boss ist. Über den die Drogen und Nutten und der ganze andere Scheiß laufen. Okay. Aber nicht mit mir. Ich bin mein eigener Pimp, verstanden? Meine Pussy ist mein Lebensunterhalt. Die lasse ich doch nicht von irgendeinem dahergelaufenen Nigger verwalten, dessen ganzes Einkommen auf illegalem Scheiß basiert. Entschuldigung, aber was ist mit den Katzen? Oh, die Katzen? Dieser kleine asiatische Freak namens Yakiababa oder so bezahlt Sechsklässler, damit sie den Leuten Katzen entführen. Kranke Scheiße, man kann doch nicht einfach die Pussy von anderen beanspruchen. Der gehört in den Knast. Und wo landen die Katzen? Ich sag's euch, aber erst wenn ihr mir Polizeischutz oder so'n Scheiß gebt, klar? Die Nigger meint's echt ernst, also müsst ihr versprechen, Classy zu beschützen. Aaron Cartman, hast du eine Ahnung, wie spät es ist? Morgen ist Schule. Mom, dafür habe ich jetzt echt keine Zeit. Ihr geht jetzt alle nach Hause, sonst rufe ich eure Eltern an. Sorry, Mrs. Cartman. Oh oh. Und wer ist diese Stripperin? Das Kuhn-Team hat mir Schutz versprochen. Hier kann sie nicht bleiben. Dann nimm du sie mit zu dir, Blitzfreak. Okay. Ja. Was mit mir? Und jetzt die Nachrichten, die Sie gut in den Tag bringen. Guten Morgen, South Park. Guten Morgen, South Park. Gestern Abend hat ein unbekannter Selbstjustizler der Famboni-Familie ihr verbrecherisches Handwerk gelegt. Und das im Alleingang. Mehr dazu von einem Zwerg im Bikini. Tom, ich stehe vorm Buca de Fagoncini, wo der Selbstjustizler dem Verbrechen in South Park den Krieg erklärt hat. Die Kameras zeigen eine junge Person, die den Leuten ins Gesicht und auf die Eier furzt. Verstörende Bilder. Das Kind kam rein und fing an, die Leute anzufurzen. Wie aus dem Nichts, Mann. Vielleicht lehnt sich endlich jemand gegen das Übel in dieser Stadt auf. Dieses Kind ist ein Held. Ich finde, das Kind ist eine Bedrohung. Wie lange dauert es, bis er oder sie einen Unschuldigen tötet? Wie lange dauert es, bis aus Daredevil der Punisher wird?
Ha? Drei Staffeln? Drei Staffeln! Die Polizei hat einen Haufen illegaler Gegenstände gefunden, die das Restaurant mit einem größeren Verbrechersyndikat in Verbindung bringen könnten. Und das ist wohl nur die Spitze des Eisbergs. Was für eine Nacht. Berichten zufolge hatte der Selbstjustizler sogar einen Sidekick? Zunächst wies alles auf einen Sidekick hin, aber Untersuchungen zeigten, es war nur ein Knirps mit Diabetes. Danke, Zwerg. Und die Frage, die alle heute Nacht wachhalten wird, lautet natürlich, wer ist der furzende Selbstjustizler? Das lässt uns ganz schön scheiße aussehen. Ihr habt's verkackt. Es war nicht unsere Schuld. Dieses Kind kam einfach ins Restaurant und fing an zu furzen, als gäb's keinen Morgen. Ihr Italiener sollt das Produkt nur an den Mann bringen. Die Chinesen und Russen machen den Rest. Alles muss diskret und leise ablaufen, sonst erfahren die Leute die Wahrheit. Dass wir den Leuten das Produkt in die Drogen und den Alkohol tun, um für mehr Verbrechen zu sorgen. Ihr macht einfach weiter euren Teil und bringt das Zeug unter die Leute. Sonst mache ich vielleicht direkt mit den Russen Geschäfte. Oder mit den Chinesen. Oder mit den Sechstklässlern. Okay. Die Polizei hängt mit drin. Mann, hab ich gut geschlafen. Ja, ich auch. Bester Schlaf seit Wochen. Und? Habt ihr gestern Abend irgendwas Interessantes gemacht? Nee, nur das Übliche. Ein bisschen ferngesehen und dann ins Bett. Ja, nichts Aufregendes in unserem öden Leben. Okay, tja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns morgen. Du hast einen langen Tag vor dir. Schlüpf ins Superheldenkostüm und warte auf Anweisungen vom Kuhn. Superheldenverwandlung! In Gange! Ein weiterer Tag in South Park beendet. Wie soll das gehen? Das war dumm. Halt die Schnauze! Wieso ist da so ein Fotohinweis? Warte mal. Da ist so ein Symbol für ein Foto. Wie war das nochmal? Ja, genau so. Scheint nur nichts gebracht zu haben. Vielleicht so. South Park Schule. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber wir haben einen langen Tag vor uns. So, ich muss jetzt erstmal einen Blick auf die Karte werfen. Ja. Alle Wege sind frei. Wir können in den Wald. Wir können hier hoch. Wir können da hoch. Alle Wege sind... fast alle Wege. Der Weg ist nicht frei, aber... Ja, der Weg ist auch nicht frei, aber der ist wurscht. Wir können ja so rum. Da können wir noch nicht rein. Da können wir noch nicht rein. Und hier oben auf die Farm können wir noch nicht. Okay, aber... Soweit sieht's ganz gut aus. Und wir haben neuen Stuff in unserer Kiste, sehe ich gerade. Nice. Craigs Haus. Achso, ja, da müssen wir ja sowieso noch weitermachen. Wir haben jetzt Zeitfürze und wir können mit Captain Diabetes eine Menge Zeug machen. Ich frage mich, ob ich jetzt nochmal alles abklappern sollte oder nicht. Ist so eine Sache. Allerdings würde ich auch gerne erstmal hier hoch in die Bar gehen und hier mich da so ein bisschen umgucken. Wenn ihr denn nichts dagegen habt, natürlich. Und selbst wenn, ist mir ja auch egal. Nee, Quatsch. Aber, da oben die Bar ist bestimmt geil. Außerdem können wir ja da noch ein bisschen Nebenmissionen machen. Wir hatten doch jetzt gerade mal irgend so ein mächtiges Artefakt. Ach da! Oh Gott. Aber das erhöht die Macht auf 140. Ey, leckio mio. Bonus Verbündetengesundheit. Ja, komm. Hau rein damit. Yes, wir sind bei 140er Macht. Das läuft. Das läuft wirklich. Charakterbogen, was sagt der? Okay, die Titel, ja, ist klar. Fleißiger Crafter, wissen wir ja. Charakterbogen von Hetero-Cis-Man. Ethnie ist Mensch, Geschlecht Hetero-Cis-Man. Gesinnung rechtschaffen, Religion Insulin. Machtquelle Diabetes, Kryptonit Zucker. Interessant. Okay, Arschlord. Zeit, Classy ordentlich auszuquetschen. Verhör gehört zum Superhelden einmal eins. Geh zu Jimmy und finde raus, was sie weiß.
Kuhn, Ende. Kuhn, Ende. Alles klar, geh in Jimmys Zimmer. Okay, kein Problem, das machen wir. Aber natürlich dann erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut.